herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Breitnau. Am Mittwoch, den 22. April 2020, gegen 16.40 Uhr, wurde nach Mitteilung der Polizei ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 in Höhe Kreuzfelsenkurve gemeldet. Ein LKW sei umgefallen. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort fest, dass ein LKW mit Langholz, der talwärts fuhr, ins Kippen kam. Ermittlungen hierzu folgen. Erste Ermittlungsergebnisse deuten auf eine Ladung und der Strecke gegenüber nicht angepassten Geschwindigkeit. Er kippte nach einer Linkskurve auf die Seite und zerstörte dabei mehrere Teile der Abdeckung einer Begrenzungsmauer, welche von dort aus mehrere Meter senkrecht zur Höllentalbahn hinabreicht. Mehrere große Steine fielen talwärts und kamen direkt unterhalb des Ostportals des Ravenna-Tunnels der Höllentalbahn zu liegen. Sofort nach Unfallmeldung wurde die Notfallleitstelle der Bahn verständigt, damit die Triebfahrzeugführer auf dem betroffenen Bahnabschnitt gewarnt würden. Kurze Zeit später befuhr der Zug der Höllentalbahn die Strecke bergwärts und kollidierte mit den Steinen. Hierbei wurde der Zug beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden weder im Zug noch im LKW Personen verletzt. Im Zug waren zum Unfallzeitpunkt 72 Fahrgäste, ein Triebfahrzeugführer und ein Zugführer. Diese konnten inzwischen den Zug verlassen und von Bussen abgeholt werden. Vorsorglich wurde zu Einsatzbeginn von der Rettungsleitstelle ein Rettungshubschrauber eingesetzt, der an der Unfallstelle auf der Fahrbahn landete. Der Fahrer des LKW wurde, obwohl augenscheinlich nicht verletzt, zur genaueren Untersuchung in eine nahegelegene Klinik eingeliefert. Das Schadensbild vor Ort ist erheblich. Derzeit läuft ein größerer Bergungseinsatz an, um den LKW wieder aufzurichten und den Zug aus der Steilstrecke herauszubekommen. Die Höllentalbahn und die B31 werden noch für einen längeren Zeitraum gesperrt bleiben. Eine Umleitung für den Individualverkehr ist eingerichtet. Die Verantwortlichen der Bahn haben einen Schienersatzverkehr für den betroffenen Bereich eingerichtet. Wenn Ihnen mein Nachrichtenvideo gefallen hat, wenn die Nachrichten gut rübergebracht worden sind, ich freue mich auf ein Däumchen nach oben. Sie haben die Möglichkeit, den Kanal Schwarzwald TV jederzeit kostenfrei zu abonnieren. Dazu einfach rechts unten aufs Logo klicken und die Glocke aktivieren nicht vergessen. Bei Schwarzwald TV erfahren Sie regionale Nachrichten aus den Landkreisen Waldshut, Lörrach, Freiburg, Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen. Ebenso aus der naheliegenden Schweiz, bei Großlagen aus dem Elsass und aus dem Regierungsbezirk Tuttlingen. In diesem Sinn, alles Gute, bis zum nächsten Beitrag und tschüss. Danke fürs Dabeisein und weg bin ich.